Wie kommen Kinder und Jugendliche durch Krisenzeiten? Ein schwieriges Kapitel, zumal ja gerade die Jüngeren viele Einschränkungen im Corona-Lockdown hinnehmen mussten. Heute hat der Deutsche Ethikrat davor gewarnt, auch in der Energiekrise erneut die junge Generation besonders zu benachteiligen. Es müsse sichergestellt werden, dass Kinder und Jugendliche nicht schon wieder als Erste oder überwiegend die Lasten tragen müssten, heißt es in einer sogenannten Ad-hoc-Empfehlung. Schule nur von zu Hause, allein ohne die Freunde. Genauso wie das Training des Sportvereins, wenn es überhaupt stattfand. Die Gesellschaft sei in der Corona-Pandemie über die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen hinweggegangen, kritisiert der Ethikrat mit Folgen bis heute. Diese Erfahrung ist gekennzeichnet durch Vereinsamung, Isolation und Angst, übermäßigen Medienkonsum sowie das Fehlen äußerer Strukturen, die dem eigenen Leben üblicherweise Halt geben. Das Erlernen der im Zuge der Schulschließung nicht immer gut vermittelten Unterrichtsinhalte erzeugte zusätzlichen Leistungsdruck, der bis heute anhält. Der Ethikrat fordert deshalb schulpsychologische Angebote, mehr Sozialarbeit und Therapieplätze, niedrigschwellig in verschiedenen Sprachen. Die Solidarität, die von der jungen Generation gefordert wurde, werde bislang nicht zurückgegeben, so die Kritik. Und auch in den aktuellen Krisen wie der Energiekrise könnten sich die Fehler wiederholen. Es ist jedenfalls das Risiko da, dass bei der nächsten Krise schon wieder die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Ersten sind, die das zu spüren kriegen in kalten Klassenzimmern, in digitalen Universitätshörsälen. Die junge Generation sei in der Minderheit und gerate deshalb leicht ins Hintertreffen. Und der Ethikrat mahnt auch, Eltern und Lehrer seien mittlerweile schlicht zu müde, um das immer wieder politisch anzuprangern.